Was ist die Frucht dessen, was du tust? Das ist eine sehr gute Frage. Und als Christ sollte man sich diese Frage auch ab und zu stellen. Und mit dieser Frage ist eine andere eng verbunden. Ist die Fruchtbarkeit etwas, das ich messen kann oder nicht? Ich war jetzt die letzten Monate sehr damit beschäftigt, eine Veranstaltung vorzubereiten mit einem größeren Team. Vielleicht haben manche von euch das mitbekommen, Jesus in the City in Wiener Neustadt. Und für mich war es eine super Erfahrung. Wir haben sehr viele Leute erreicht mit der frohen Botschaft auf sehr verschiedene Arten und Weise. Wenn es jemanden interessiert, einfach auf YouTube, Jesus in the City, Wiener Neustadt eintippen, da gibt es ein paar Videos, kann man sich anschauen. Ich will euch mit Details nicht langweilen. Aber im Laufe dieser Veranstaltung oder in der Vorbereitungszeit vor dem Ganzen habe ich von vielen Seiten aus Wiener Neustadt und der Umgebung eines immer wieder gehört. Weil dieses Projekt Jesus in the City, das ist so etwas, was sich der Jugendbischof ausgedacht hat, ein missionarisches Projekt, wo wir das Evangelium verkünden wollten. Und diese vielen Menschen haben uns immer wieder gesagt, wir beten seit 10, 15 Jahren schon, dass in Wiener Neustadt etwas geschieht. Wir beten darum täglich, seit Jahren. Und endlich geschieht etwas. Ich kenne auch andere Geschichten, wo Menschen, also bei mir in meinem Leben auch, manchmal habe ich Gott um etwas gebeten, wirklich mit brennendem Herzen, und am nächsten Tag war es da. Es sind nicht nur materielle Dinge, aber so vieles. Und das, was wir sehen an Gutem in dieser Welt, ob und wann es Frucht trägt, das kannst du schwer selber bestimmen. Es wäre so schön, wenn man da eine Schraube andrehen würde, da etwas nachjustieren könnte, damit es wirklich schön wachsen kann. Das Reich Gottes, also die Wirklichkeit, wo Gott wirklich im Spiel ist, entzieht sich unserer Kontrolle. Und ich möchte sagen, das ist gut so. Das ist so mit dem Wetter, das haben mir Bauern immer gesagt, das ist gut, dass wir das Wetter nicht bestimmen können, weil der eine auf dem einen Feld hätte es gerne so, auf dem anderen so, es wäre ein Durcheinander. Ähnlich ist es mit Gott. Damit ist verbunden auch diese Wirklichkeit oder die Wahrheit, dass der Wachstum im geistlichen Bereich nicht von dir abhängt. Du kannst viel dafür tun, Gott den Weg vorzubereiten. Aber du kannst nichts dafür tun, dass das Reich Gottes wirklich wächst. Das ist vielleicht ein bisschen traurig oder enttäuschend, weil manche setzen sich sehr energisch dafür ein, dass das Reich Gottes hier auf Erden eintrifft. Was das auch dann im Einzelnen bedeutet, ist dahingestellt. Aber das soll uns nicht traurig machen, sondern uns zu etwas einladen, was auch der heilige Franziskus sich sehr zu eigen gemacht hat. Das ist so eine vergessene Tugend, die heißt Demut. Und Demut im geistlichen Leben ist der Anfang von allem. Demütig anzuerkennen, dass ich nicht so viel tun kann, wie ich mir das vielleicht wünschen werde oder denke, dass Gott derjenige ist, der schenkt den Wachstum oder Dinge, und das Schwierigste dabei ist, er schenkt es, wann er es für richtig hält. Also den Zeitpunkt kannst du auch nicht bestimmen. Deswegen dauern manche Sachen 15 Jahre,
die anderen Sachen. Ein Jahr für die Bekehrung Russlands beten wir schon seit einiger Zeit. Es ist im Gange, aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Das sollte man nicht vergessen, wenn man dieses Gleichnis von Sämann liest, dass das Wachstum etwas ist, was sich unserer Kontrolle entzieht. Andererseits, du kannst schon etwas dafür tun, dass dieses Wachstum möglich ist. Du kannst sehr viel dafür tun. Und ein ganz wichtiger Hinweis steht am Ende des Evangeliums heute, in einem Nebensatz, der mit den zwei Gleichnissen, die wir gehört haben, nicht viel zu tun zu haben scheint. Jesus sagt am Ende, dass sie an einen einsamen Ort gehen sollen. Jetzt finde ich es nicht, aber das steht irgendwo da, damit sie es verstehen, was er sagt. Damit dieses Wachstum wirklich eintrifft, brauchst du auch eine Zeit, die du nur mit Gott verbringst. Also diese Zeit, die du hier jetzt verbringst, das ist schon ein guter Anfang, aber das ist damit nicht gemeint. Sondern eine Zeit, die du exklusiv für Gott bereithältst und ihm zur Verfügung stellst. Da wird wahrscheinlich normalerweise auch nicht so viel passieren an wunderbaren Dingen oder Erfahrungen, aber das ist etwas, was du schenken kannst. Das ist das, womit wir uns vorbereiten können. Und das andere, was ich am Anfang gesagt habe, bei diesem Gleichnis, geht es um Fruchtbarkeit. Und Fruchtbarkeit ist etwas, das wir, vor allem Katholiken, so oft meinen, das kann man nicht wirklich messen. Weil wir tendieren dazu in der Kirche, und das sind nicht nur die Katholiken, sondern durch alle Konfessionen, so quer durch, ganz schön gestreut, wir tendieren dazu, alles ein bisschen zu vergeistlichen. Wenn ich den Eindruck habe oder die Erkenntnis, weil ich die Bibel gelesen habe oder dann mit anderen Leuten geredet habe oder nachgedacht habe, dass ich für etwas beten sollte oder etwas Gutes tun sollte und es dann mache und ich keine Ergebnisse sehe, dann sagt man sich oft, ja, vielleicht müssen wir länger warten. Das ist so wie mit dem Beten. Aber das Beten ist ein bisschen ein anderes Paar Schuhe. Ein Tun für das Reich Gottes sollte sichtbare Früchte bringen. Und manchmal flüchtet man sich vor der eigenen Verantwortung dafür, was man tut. Also modern sagt man immer, das ist so neudeutsche Sprache, Evaluierung. Man flüchtet sich davor in diesen geistlichen Bereich. Ja, Gott wirkt schon irgendwie. Das wird schon für irgendetwas gut sein und Gott wird das, meine Mühe für irgendetwas verwenden. Sicher wird er das. Aber wenn Gott dir ein Talent gegeben hat, sei es klein oder groß, dann ist es erstens eine Einladung, etwas damit zu tun. Nicht nur für dich, sondern auch für das Reich Gottes. Und wenn dein Tun keine Früchte bringt, wirklich keine, wenn du irgendetwas vorbereitest, Leute einlädst zu irgendetwas, zum Gebet oder sonst was, und keiner kommt, dann hab keine Angst und frag dich, was mache ich falsch? Es muss nicht sein, dass ich was falsch mache. Vielleicht begegne ich nur Leuten, die mit mir nichts zu tun haben wollen. Kann auch sein. Ist aber eher unwahrscheinlich. Was mache ich falsch, dass meine Mühe, mein Einsatz keine Früchte trägt? Und da geht es nicht darum, dass du dich selber runterziehst. Das tun eh andere oft genug. Das brauchst du nicht selber machen. Sondern wirklich in Wahrheit zu stehen und zu erkennen, was könnte ich machen, damit es fruchtbar ist, was ich tue. Damit du Freude
am Evangelium hast. Darum geht es, das ist der Kern. Dieses Tun für das Reich Gottes, eine der Früchte, die wir davon tragen sollen, ist die Freude im Heiligen Geist. Und die Freude kannst du nur haben, wenn du wirklich die Früchte deiner Arbeit siehst. Wenn du sie nicht sehen kannst, ist es echt mühsam und echt schwierig. Vielleicht ist es dann auch ein Anzeichen dafür, dass du vielleicht etwas anderes machen solltest. Vielleicht deine Ziele zu hoch gesteckt hast. Gott möchte, dass wir Freude in uns tragen. Eine Freude, die explodiert, die nach außen dringt, die nicht bei uns bleiben kann, sondern sich vermehrt, die fruchtbar ist, nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und wenn du über dieses Gleichnis mit dem Samen, das wächst und der Mann weiß nicht wie und so weiter, ein bisschen nachdenkst, frag dich, wie fruchtbar ist meine Nachfolge? Ohne irgendwelche Schuld sich selber zuzuweisen, darum geht es nicht, sondern ganz locker zu schauen, welche Früchte trägt meine Nachfolge wirklich für die Welt? Und wenn du siehst, es sind gute Früchte, dann freue dich. Wenn du siehst oder schwer erkennen kannst, wo die Früchte sind, frag dich, was ich anders machen könnte. Wozu ruft mich Gott eigentlich in dieser Zeit? Weil Gott ruft dich immer zu einer Fruchtbarkeit, die größer ist als du. Das habe ich in meinem Leben sehr oft erlebt. Also ich bin auch Zeuge dafür, dass es möglich ist. Und ich möchte euch das auch ans Herz legen, darüber nachzudenken, wie ich fruchtbarer sein kann, damit ich auch Freude in meiner Nachfolge habe.